Genannt haben wir ihn schon. Der erste steht bereit. Sie zu Hause, hier alle in der Halle, wollen, dass es losgeht. Wir freuen uns auf diesen, der sich zumindest auf dem Parkett sehr gut bewegen kann. Wie das auf dem Turm und vor allem darunter klappt, schauen wir jetzt. Valentin Lusin. Ich habe schon getanzt. Das kannst du aber. Und wir starten mit einem, der richtig was gelernt hat. Ich bin der Valentin Lusin und man kennt mich vielleicht aus dem schönen Format Let's Dance. Da bin ich Profitänzer, Choreograf und tanze eigentlich schon mein ganzes Leben, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Und natürlich ist es für dich das Größte, jetzt beim RTL Turmspringen dabei zu sein. Ich habe mir gedacht, komm Valentin, du bist ja noch nicht so alt. Du lernst jetzt mal was Neues für dich, entwickelst dich mal weiter und vielleicht bringt es dich ja im Leben weiter. Oh, okay, dramatische Musik. Scheint wohl nicht so einfach zu sein. Man erwartet von einem Tänzer natürlich Balance. Man erwartet Körperspannung. Es hat wirklich nichts geklappt. Nichts? Also ich selber schätze mich eigentlich als relativ sportlich ein. Ich habe Sport studiert und bin, glaube ich, ganz gut so im Allgemeinen aufgestellt. Jetzt war ich im Turmspringtraining. Mein Gott. Was denn? Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe natürlich, da irgendwie eine Verbesserung zu sehen. Da ist aber jemand sehr selbstkritisch. Du bist halt Profi-Tänzer und noch kein Profi-Springer. Und hoffe natürlich, dass ich, sage ich mal, irgendwie ein Element finde, was mir auch hilft. Weil bis jetzt hat einfach gar nichts geklappt. Pass auf, da du ja so ein Typ bist, der sich viel zu viel Gedanken macht. Hast schon analysiert. Ja, jetzt logisch. Da hast du jetzt, woran kann das liegen? Wasserspringen ist komplett was anderes. Lass dich einfach drauf ein, du wirst sehen, das klappt nachher. Und falls dir das gute Zureden von Jürgen nicht reicht, hätten wir da noch eine hochschwangere Geheimwaffe in petto. Das ist gegen dein Gefühl, das ist, verstehe ich. Aber das ist was komplett was anderes als Tanz. Ja, meine Frau ist ja auch immer so ein Powerbienchen, ne? Duracell sagen wir zu ihr immer, Renata Granat halt. Also ich leide so ein bisschen mit. Wenn er nach Hause kommt, dann ist er nur am Leiden und alles so negativ und es klappt nicht und ich bin so enttäuscht von mir selber. Wenn ich nach dem Training zurückkomme und ich bin wirklich traurig, dann tröstet die mich schon und da ist meine Frau mir schon eine große Hilfe. Ja, die würde ich auch mit Selbstenttäuschung nicht enttäuschen wollen. Also was ich jetzt schon sagen kann, Let's Dance nach Turmspringen wird einfach anders sein, anders funktionieren. Liebe Promis, ich werde 10-mal mehr Geduld mit euch haben, ich werde viel langsamer rangehen, weil ich fühle mich jetzt wirklich tatsächlich wie ein Nichtskönner. Wie ein Nichtskönner. Ach, mit Renatas Hilfe klappt das schon. Mich nervt es, dass er nicht geduldig ist und dass er sofort enttäuscht ist. Ich würde es lieber wirklich selber machen. Hey, das werte ich mal als Bewerbung für die nächste Show. 5, 6, 7, 8, Drehung, Drehung, Augen zu und runter. Aber nie das Lächeln vergessen. Lass dich doch einfach mal fallen. Wie oft hat er das wohl schon zu einer seiner Tanzpartnerinnen gesagt? Heute gilt's für dich, Valentin. Du bist gleich dran als Erster. Das ist natürlich immer besonders aufregend. Jetzt muss ich aber erstmal mit dir über Renata sprechen. Meine Güte, ist die streng. Ist die zu Hause auch so? Bisschen dominant, ne? Ja, ein bisschen schon sehr dominant. Sieht man das, ja? Es könnte der Eindruck entstehen. Liebe Grüße, sie ist zu Hause geblieben, ne? Bald kommt der Nachwuchs. Also liebe Grüße, sie drückt die Daumen. Aber ihr ergänzt euch da, glaube ich, auch ganz gut, ne? Absolut. Wir helfen uns gegenseitig, sind schon lange ein Team und jetzt freue ich mich aber, dass sie zu Hause geblieben ist. Renata, herzliche Grüße aufs Sofa. Wir regeln das hier auch ohne dich. Valentin, du wirst das gleich super machen, da bin ich mir sicher. Aber du hast ja auch schon so ein wenig anklingen lassen. Für dich galt vor allem der Rollentausch. Also endlich mal in die, oder was heißt endlich, auch mal in die Rolle des Schülers zu kommen. War das schwierig? Echt total anders. Ich werde nächste Staffel einfach ganz anders zu meinen lieben, netten Promis sein. Viel geduldiger, viel empathischer Mann. Ich weiß jetzt, wie sich einige fühlen. Das war einfach so neu alles, die ganzen Abläufe. Und ja, ich bin zufrieden mit mir selbst und möchte jetzt runter eigentlich. Okay, dann machen wir das. Schwierigkeitsgrad 2,5. Delfinkopfsprung gehockt machst du. Wir drücken dir die Daumen. Valentin Lusin als Erster hier bei uns auf dem Fünfer. Ja, wobei man direkt die Frage stellen muss, warum trägt er ein Hemd von Jan Köppen als Badehose? Da ist ja was schiefgelaufen. Das ist doch eins von deinen Australien-Hemden. Ja, zieh ich nächste Woche an.
So, dann schauen wir uns das mal an. Laura hat den Sprung schon erwähnt, da sehen wir es auch nochmal eingeblendet. Schwierigkeitsgrad wird dann mit den Noten, mit den Durchschnittsnoten multipliziert, kommen wir gleich noch drauf. Und er geht es nochmal trocken durch. Jetzt gilt's aber. So, jetzt macht er jetzt aber bitte nicht 3 Stunden lang. So, Fokus und vorne zur Turmkante. Gehockt. Das ist eine Mutgeschichte. Und? Ja, ja, ja. Sehr schön. Ja, ja. Eintauchphase geht noch ein bisschen besser, aber für den Auftakt hier beim RTL Turmspringen 2024 eine gute Leistung von Valentin Lusin. Und du hast gesagt, das ist der psychische Teil, dieses Wegspringen rückwärts vom Brett, aber nach vorne drehen, also das Brett, der Turm am Kopf vorbei. Macht er toll. Das sieht, finde ich, von hier auch sehr gut aus. Er ist ein bisschen schräg. Ja. Wahrscheinlich würde ein Coach wieder sagen, noch ein bisschen mehr Spannung. Aber wie gesagt, das ist ein Auftakt, damit kann er sich sehen lassen, ohne Wenn und Aber. So wird es mir den ganzen Abend gehen, dass sie mich hier versuchen nass zu machen. Ey, Valentin, super. Was ist aufregender, da oben als Erster runter zu müssen oder so ein Let's Dance-Finale? Na, man ist nervös, ganz anders natürlich bei Let's Dance. Das ist eine Sache, die ich kann, die ich 20 Jahre gemacht habe, länger. Das ist hier, was ich jetzt gerade 10 Trainings trainiert habe. Das ist wirklich hart hier. Respekt an alle Sportler, die diese Sportart ausüben. Es ist einfach technisch kompliziert und es geht alles so schnell vorbei. Eine halbe Sekunde und schon ist man da unten. Und entweder es tut weh oder nicht. Gerade ging's. Ich wollte gerade sagen, dafür hat es super geklappt, ja? Wir gucken natürlich auch immer auf die Eintauchphase. Also hat es doll gespritzt, ist alles gestreckt, ne? Bist du zufrieden? Jetzt sieht man es nicht mehr. Es hat sich gut angefühlt, wie gesagt, ich bin auch nicht so lange dabei, dass ich das wirklich einschätzen kann. Ich habe gemerkt, dass ich, glaube ich, ein bisschen Wasser weggedrückt habe dann unten mit meinem Bein. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung halten können, aber ich bin echt happy, wirklich. Ey, der hat ganz selten so geklappt. Ja, super, herzlichen Glückwunsch und das bestätigt auch deine Wertung. Also auch in diesem Jahr sind wir natürlich wieder mit unserem Schiedsgericht da am Start. Ne? Ihr wurde gerade schon erwähnt, für alle Zuschauer, die in diesem Jahr mit neu dazukommen, erklären wir auch noch mal kurz das Wertungssystem. Also es gibt wieder Punkte von 0 bis 10. Dann kann man das Ganze in 0,5er Schritten machen und dann wird das schlechteste und das beste Ergebnis gestrichen. Alle weiteren Ergebnisse werden addiert und dann mit dem Schwierigkeitsgrad multipliziert. Bei dir ist jetzt Platz 1 rausgesprungen. Oh Wunder, du warst auch der erste Starter. Bisher gab es noch keine weiteren Starter. Deswegen erstmal Platz 1. Aber ich finde eine ganz gute Wertung. Also ich finde, der Anfang kann sich doch sehen lassen, ja, oder? Ich bin zufrieden. Guter Start. Vielen Dank. Was für eine tolle Kulisse. Ja, macht richtig Bock hier in Berlin in der Halle. Deswegen geh dich abtrocknen oder ab ins Wärmebecken. Ich gebe mal zurück zu Buschi und Jan. Ja, und wir machen direkt weiter mit dem Nächsten, der ist heiß wie Frittenfett. Der weiß, wie es ist, ganz oben zu stehen auf dem Treppchen hier bei diesem Wettbewerb. Vor 2 Jahren hat er gewonnen, das Turmspringen, auch hier in Berlin. Philipp Boy, und der ist ehrgeizig, auch wenn es um sowas hier geht. Philipp! Da ist er, der Sieger des ersten RTL-Turmspringens. Ja, ich bin Philipp Boy, 36 Jahre alt, hier aus Berlin und ehemaliger Kunstturner. Also beim ersten Turmspringen das gewinnen zu können, das war einfach sensationell. Wow. Letztendlich auch noch mit dem Sprung vom Zehner da gewinnen zu können, Mann, das war so ein geiles Gefühl. Das würde ich sagen, ist er der Sieg. Apropos gewinnen, da stehst du drauf, oder? Wer steht da nicht drauf, einen Wettbewerb zu gewinnen? Also, das ist total geil, aber letztendlich, es gehört aber auch so ein bisschen Glück, Tagesglück mit dazu. Und Philipp, ich sag's, wie es ist, dieses Jahr wirst du ganz viel Tagesglück brauchen. Also, dieses Jahr hat RTL wirklich richtig aufgefahren. Das heißt, heute musst du dich mal richtig, richtig anstrengen. Da ich ja nicht die gleichen Sprünge machen möchte wie beim ersten Mal, müssen neue Sprünge her. Ich will natürlich an Schwierigkeitslevel ein bisschen was draufpacken, denn die anderen werden definitiv schwierige Sprünge zeigen. Aber bei schwierigen Sprüngen kann auch viel schief gehen. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie zum Sieg reichen wird, weil ich keinen Plan habe, was die anderen vorbereiten. Du Scheiße, Alter. Leute,
ich werde alles geben, ich werde ins Training alles reinhauen. Du bist irgendwie nach dem Doppelsalto einfach komplett gerade rausgegangen, ne? Du hast deinen Kopf rausgenommen und... Das hatte ich echt... Oh, wow. Und ihr werdet auf jeden Fall richtig schöne Sprünge von mir sehen. Ja, der rote Bauch war schon mal ein toller Vorgeschmack. Dieses Jahr ist die Konkurrenz wirklich groß, aber sie kann sich trotzdem warm anziehen. RTL-Zuschauer wissen an dieser Stelle, mein größter Schwierigkeitsgrad an diesem Abend heißt 10-Meter-Turm. Das ist für mich mit Höhenangst die Hölle hier. Du machst hier gleich rückwärts, anderthalb Seite, Handstand gestreckt, pipapo. Ihr seid die Superhelden für mich. Philipp, es ist so schön, euch dabei zu haben, weil ich finde, es ist fast das beste, sportlich gesehen, Line-Up, was wir jemals hatten hier beim RTL-Turm-Springen. Wie schwer wird es heute für dich? Boah, die Konkurrenz ist wirklich krass dieses Jahr. Ich glaube, es kommt auf Nuancen zum Schluss an. Ob jetzt eine Drehung mehr oder die Sauberkeit entscheiden wird, hey, das werden wir in 2, 3, 4 Stunden wissen. Und, ja, ich denke mal, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Habt ihr gar keine Angst hier, gar keinen Respekt doch? Oh mein Gott, wenn du wüsstest, wie wirklich, ich scheiß mir hier oben ein. Ja, mir ist ja schon schlecht und du machst dann gleich einen Handstand und rückwärts und... Oh. Jedes Training stehen wir hier oben und denken uns, mein Gott, warum? Ja, aber... Ich glaube, wenn wir dann da unten wieder eintauchen, wissen wir, und dann auftauchen und das hören, deswegen. So, und wenn man gegen Hambüchen und Caselli gewinnen will, dann muss man eben hier auch Handstand, rückwärts, Salto, 4,5 Schwierigkeitsgrad und los, ne? Ich bin so stolz auf euch, Philipp. Und jetzt lasse ich dich alleine, mach, was du willst. Ich nehme den Fahrstuhl. Auf Wiedersehen. Ja, hinter der Angst wird es interessant. Ja, aber der hat sie nicht eingeschissen. Das ist ein Hochleistungssportler, ein ehemaliger. Der hat Respekt, das ist ganz wichtig. Du darfst nicht leichtfertig werden, aber der hat Traute und der hat Vertrauen ins eigene Können. Und wer selbst mal von so einem Ding gesprungen ist und ein paar Drehungen gemacht hat, der weiß, dass das nicht ohne ist. Wie die meisten. Fehler werden nicht verziehen, aber wir geben ihm jetzt die Konzentrationsphase. Ja. Hier ist Philipp Boy. Zeigt. Ja, Handstand, 1,5 Salto rückwärts gestreckt. Allein da kribbelt's. Bisschen überdreht. Da war drüber. War drüber, ja, eindeutig drüber. Weiß er selber auch schon, dazu ist er auch Sportler durch und durch, dass der direkt in die Analyse geht. Aber Leute, tragt ihn mit Applaus aus dem Becken. Ja? Da muss er erstmal eine Menge Traute haben. Philipp Boy. Was war's? Überdreht, etwas überdreht. Ja, aber also zu viel Druck oben aus dem Handstand raus? Aber ehrlich gesagt habe ich nie einen Handstand von da oben einen Sprung gemacht. So, Laura. Ja, ich glaube, es war zum Glück der Hintern. Der ist was besser gepolstert als der Rücken. Was tut weh? Aua. Oh Gott, der Hintern tut mir weh. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist so... Da ist ja gar nichts mehr dazwischen. Ne? Und wie man sieht, ich habe so ein bisschen überdreht. Aber zu meiner kleinen Verteidigung. Ja, wenn wir immer trainieren, oben ist es schon immer nass. Jetzt war es staubtrocken. Einmal ein bisschen rutschig war es. Aber hey... Ist ja egal. Jetzt merke ich, da ist doch ein bisschen Muskulatur. Morgen habe ich Muskelkater und dann wird das schon. Okay, du bist hart im Nehmen, ja? Alles okay. Ja? Dann gucken wir mal auf die Punkte, die es gibt für diesen Sprung. Platz 1 für dich. Du hast einen hohen Schwierigkeitsgrad gehabt. Deswegen nimmst du jetzt erstmal Platz 1 mit. Aber wie gesagt, die harte Konkurrenz mit Fabi und René, die kommt ja auch noch. Wir sind sehr, sehr gespannt. Freuen uns tierisch, dass du mit dabei bist. Hier ist dein Applaus und... Ja, vielleicht ins Kältebecken jetzt lieber, anstatt ins Wärmebecken mit dem Hintern. Wir freuen uns auf Marco Cirullo. Was ist das denn jetzt in Kiste? Moment mal, wer bist du? Ich bin der Marco. Ah ja, Sie kommen sicher wegen des Caterings.
Ja, mach beim Turmspringen mit. Hör zu, Mario, ich kenne ja wirklich einige Leute, die man nicht kennen muss. Aber dich kenne ich nicht. Bist du denn sportlich? Klar, natürlich. Bringst du vielleicht ein schönes Sixpack für das Turmspringen mit? Das ist super, guck mal. Ja, ich sehe schon, als Mr. Rheinland-Pfalz warst du bestimmt mal besser in Shape, oder? Ja, aber Shape ist ja nicht alles. Und wie läuft das Training so bei dir? Training ist super. Du nimmst die Arme in den Tauchhalter, ziehst den Bauch rein. Kannst du Bombe machen? Nein. Springen, muss ich sagen, ist geil. Also macht Spaß? Ja, das ist die Hauptsache. Ja, guck mal, ist doch wie ein Weltmeister. Haben wir schon ein bisschen Salto gemacht und so. Oh, ein ganzer Salto direkt? Ja, ist doch gut. Weißt du was, wir gehen jetzt auf 2 Meter und dann hast du den Salto drin. Klar, mit ein bisschen Klatscher im Gesicht, so auf Wasser so. Immer schön mit dem Gesicht abbremsen. Super. Oder mit dem Rücken, geht auch. Jürgen, der lobt mich, der lobt mich. Der hat schon gesagt, ey, so einen Kandidaten wie Marco, den hat man noch nie. Ja, das glaube ich. Sag mal, kannst du mir mal sagen, wie du jetzt immer langsamer und langsamer drehst? Hast du Spaß dran, immer auf den Arsch zu fallen? Ach so, rollst du mit den Beinen rein? Ich mach nochmal, Jürgen. Ja, bitte. Sag mal, Mario, du weißt schon, dass hier ein paar ganz große Kaliber mitspringen, ne? Ja, so Hambüchen, René Castelli. Ich hab halt mehr Kilos zu bewegen. Ich krieg das irgendwie hin. Also wenn du hier so ablieferst wie beim Reality-Fernsehen, dann sehe ich schwarz. Irgendwie wird das funktionieren. Ich stelle mir das schon richtig vor, so im Kopf, weißt du, so richtig die Saltos. Und dann tschapp ins Wasser und dann kommt nicht ein Spritzer hoch. Naja. Nicht ein Spritzer. Wenn ich was mache, mache ich das mit Ehrgeiz. Ich habe da Bock drauf. Ich trainiere bis zum Umfallen. So, so. Ohne Scheiß, Turmspringen ist richtig hart. Ich kann das besser. Wie manch anderer, der schon mitgemacht hat. Ja, das ist doch mal ein Wort, Mario. Warte. Marco. Ja, Marco, selbstverständlich, weiß ich doch. Ist doch viel besser, wie auf dem Hintern zu fallen, oder? Dann mach doch jetzt hier bitte mal eine richtig schöne Kampfansage. Ich kann Kampfansagen, kann ich nicht gut. Das konnte ich noch nie. Alter, da bist du noch schlechter als im Turmspringen? Ja. Ja, okay, aber trotzdem, hau doch mal einen raus. Leute, go, go, Power Ranger, ich gebe alles und... Ja, und? Na, der war scheiße, ey. Ja, stimmt. Du hattest recht, Mario. Du kannst einfach keine Kampfansagen. Ich wünsche dir trotzdem fürs Turmspringen toi, toi, toi. Go-Go Power Ranger, was hast du da gerade gesagt? Ich bin generell in Kampfansagen nicht gut, deswegen... Also, das haben wir einmal im Format gesagt, das war, ja, irgendwie, keine Ahnung. Suboptimal, ja? Dann zu den wichtigen Fragen. Wo ist die SpongeBob-Badehose? Ja, die durfte ich nicht anziehen. Ehrlich, ja? Oh, ich dachte, die hast du auf dem Meeresgrund gelassen vielleicht. Nee. Okay, aber das sieht auch gut aus. Heute kann Mr. Rheinland-Pfalz zu Mr. Berlin werden. Warum könnte das klappen, sogar vom Dreier? Ja, also ich bin gut vorbereitet, ich habe fleißig trainiert und ich hoffe, dass mein Sprung funktioniert, weil bei den Proben war er gut. Mal gucken, ja? Ja, Hammer. Schwierigkeitsgrad hast du gesagt, 2,0 fange ich erstmal mit an, ne? Ja. Erstmal leicht reinkommen in den Arm, denn du hast ja auch ein bisschen was an der Schulter verletzt, glaube ich, bei den Trainingseinheiten. Ich habe mir so ein bisschen den Arm ausgekugelt, so leicht, aber alles gut. Ja. So Indianer haben keinen Schmerz, ne, deswegen. So, und mit diesen Worten entlasse ich dich jetzt in deinen ersten Sprung. Wir sind sehr gespannt. Go-Go, Power und los. Also, wir werden von Marco... Vom 3-Meter-Brett jetzt ist Mario. Den Salto vorwärts gehockt sehen. Er hat ihn vielfach trainiert, mal so, aber es gibt ja so Live-Säue, die funktionieren, wenn es gilt. Ja, du. Und er wird zeigen, ob er jetzt so einer ist. Bitte schön, Marco. So. Ja! Das sah doch sauber aus, also ja. Von dieser Perspektive ja. Aus. Gute Eintauchphase. Er ist live da, wenn er gefordert ist. Also wenn wir sehen es nochmal. So, ja. Zack. Und schöne Drehung, schön gehockt. Und dann eine fast kerzengerade ja. Eintauchphase. Marco, ich glaube, er hat an dieser Stelle schon mal viele überrascht und kriegt hier ein Kompliment. Super. Ja, Mr. Rheinland-Pfalz liefert ab. Ja, wir rufen uns gerne nochmal die Bilder aus dem Training in den Kopf. Das sah sehr gut aus. Hör mal, gar nicht so schlecht. War gut? Ja, ich fand schon. Wie fandst du es? Ja, doch, vom Gefühl war gut gewesen. Also. War gut gewesen, ja? Doch, muss ich sagen. Also, hat Spaß gemacht und klopp, doch.
Alles gut. Da kannst du aber ruhig ein bisschen euphorisch sein. Ich finde, das war richtig klasse. So eine Bewertung, da wo ist die? Die war ja immer. Komm, holen wir uns direkt ab. Also, die Punkte werden zusammengerechnet. Bestes und schlechtestes Ergebnis werden gestrichen. Yeah. Und dann mit dem Schwierigkeitsgrad multipliziert. Und das bedeutet in deinem Fall Platz 2. Das war so mein Ziel, ne? So mindestens so 6, 5, 7, das war so, wo ich hin wollte. Hat geklappt. Von den Punkten jetzt? Ja, war super. Also ich bin zufrieden. Guck mal, dann sind wir uns doch alle einig, dass das große Klasse war für den Auftakt. Herzlichen Dank und bis gleich.